Ja, aktueller Stand Isinga. Ich war noch nie von der Isinga-Präsentation so aufgeregt, und zwar nicht aus dem Grund, weil ich jetzt irgendwie Lampenfieber bei Präsentation habe, aber weil ich auch Angst habe, was zu verkacken in der Demo und die lieben Leute da drüben sich so viel Arbeit gemacht haben. Ich habe zwar doch die letzten 2 Wochen genutzt, nochmal in jedes Git auch was einzuchecken, aber es war dann doch eher Doku, oder haben sie es wieder rausgeschmissen. Das heißt, die ersten schmeißen Gläser, so muss es anfangen. Wenn ich es in irgendeiner Form irgendwo verkacke, dann ist es definitiv meine Schuld. Ja, um was geht's? Also kurze Agenda. Klar, wie immer, Tools und Plattformen, das ist ja kurz gehalten, wenn ich denke schon, die meisten sind da ja, bekannt. Dann, was gibt es so Neues im Projekt allgemein? Isinga 1, wo wir viel gemacht haben, Interfaces im Core. Isinga 2, ein bisschen Zusammenfassung, Demo, und dann geht es quasi auf die Zielgerade zur Abendveranstaltung. Forken ist ja in. Wir haben 2009 schon angefangen damit. Ich find's, das darf ich mir erlauben, das finde ich ganz toll, dass der Andreas das auch gemacht hat. Es ist schade, dass er es machen muss, dass man seine Arbeit so huldigt, ihm irgendwann aus dem Git rauszusperren. Trotzdem finde ich es gut, dass er es gemacht hat. Auch wenn es ein Marktbegleiter ist, aber es ist ein Open-Source-Marktbegleiter, und das ist irgendwie was Schönes, denke ich doch. Uns gibt es schon jetzt 4 Jahre. Wir haben dieses Jahr ein vierjähriges Geburtstagsfeier gehabt. Wir haben verschiedene Teams, hatten wir auch schon immer. Web-Reporting, gerade bei dem Reporting, da haben wir, glaube ich, ein bisschen am wenigsten gemacht und auch ein bisschen geschludert. Da haut uns der Michi immer auf den Kopf, warum wir nichts machen. Ja, Kritik ist auch angenommen. Ignoriert in der letzten Version. Müssen wir ändern. Wir sind 24 Leute, mehr oder weniger aktiv, wie bereits öfters erwähnt, abhängig von Beziehungsstatus. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Leuten. Also jeder ist herzlich willkommen, bei Isinga mitzumachen. Die Kästchen sollen jetzt nicht bedeuten, dass wir gerade da noch Leute suchen, sondern es soll nur exemplarisch auch dafür sein, dass man sich in allen Teams beteiligen kann. Und ihr seht ja auch, und das ist besonders schön, dass ein Großteil der Leute, die in dem Isinga-Team so wursteln, heute auch da sind. Tools und Plattformen. Vom Prinzip Status Quo hat sich nicht so viel geändert, zumindest zu dem, was ihr kennt. Isinga Core mit den alten Add-ons, die wir ganz früh integriert haben, Isinga Web, Isinga Doc, Isinga Reports. Das ist das, was wir heute noch haben, und somit quasi so zum alten Teil. So sieht die Architektur von Isinga auch heute aus. Mit allem drum und dran, was man natürlich vielleicht haben kann, weil man es verteilt im Cluster, wie auch immer, braucht. Aber letztendlich ist Isinga IDE Utils die Datenbank, auf die wir Wert legen. Obwohl wir auch wissen, dass es ein Thema ist, wo immer gern drüber gestritten wird, Isinga Web, wo drauf sitzt, und auch Reporting, was mit der Datenbank zusammenspielt, und eben auch diese SOAP-Schnittstelle, die wir nutzen, um das Reporting-Thema einzuklemmen in das Isinga Web. Was gibt es Allgemeines? So ein kleiner Rückblick, in Klammer auf, Selbstbeweihräucherung, in Klammer zu. Wir haben eigentlich ganz viel gemacht. Wir releasen nicht mehr so viel wie früher. Wir haben früher 4 Releases im Jahr rausgeklopft, haben festgestellt, die Packet-Maintainer kommen nicht hinterher und die Leute im Betrieb haben eh keine Lust, andauernd zu aktualisieren. Das heißt, da haben wir ein bisschen weniger gemacht. Wir haben an vielen Events teilgenommen. Das Schönste war eigentlich, vor einigen Wochen haben wir uns im Linux Hotel in Essen getroffen. Da sind wir ein bisschen Tweezy gefahren. Das war eigentlich sehr lustig. Und haben Pizza gegessen, wie das halt bei Events so ist. Aber das ist einfach für uns wichtig, damit wir halt zusammenkommen. Wir sind halt aus Deutschland verstreut, und somit treffen wir uns ab und zu. Wir haben noch nie so viele Issues gesolved. Ich habe jetzt extra die Statistik rausgenommen, ob es Bugs oder Features sind. Aber wir waren saufleißig. Wir haben wirklich viel gemacht. In allen Ecken, überall geschraubt. Und da tun wir wirklich viel und versuchen auch den Benutzern da quasi den Dienst zu erweisen, die Features und Bugs, diese Reporten einfach schnell ja, zu beseitigen oder auch zu implementieren. Selbes gilt auch für Feedback. Isinga.org, was ja eher so die Non-Tech-Plattform ist, wo die Leute so ein bisschen allgemeine Ideen einkippen. Auch da haben wir in den letzten 2 Wochen viel aktualisiert und nehmen uns das zu Herzen. Ich glaube noch nicht public, aber dann ab morgen, denke ich mal, das ist unser Jenkins. Da ist wahnsinnig viel Zeit reingeflossen. Das heißt, alle Projekte, die wir in Isinga machen, werden von Jenkins durchgenödelt, auf Code Quality geprüft, und es werden letztendlich das dann auch der nächste Schritt Pakete gebaut. Früher war das auch immer für uns extrem schwierig in der Entwicklung, im Testing, dass wir permanent auch immer mit Git, und da muss man sich da durchfummeln, und jetzt ist einfach so, dass wir die Pakete rausschießen. Uns ist total wichtig, dass wir diese offiziellen Repos
da wollen wir nicht hin, die wollen wir nicht anfummeln. Das heißt, wir wollen nicht das Paketierungswesen, das es im Open Source gibt, in irgendeiner Form zerstören. Wir wollen aber durchaus vielleicht die ein oder andere Lücke, die es gibt, ein bisschen schließen, wollen auch für uns aber was haben, um Code Quality einfach zu haben. Das heißt, alles, was wir entwickeln, gerade Singa 2, wo wir ganz viel gemacht haben und drauf geguckt haben, dass es unter ganz vielen Plattformen läuft, dass es einfach funktioniert. Und es ist eigentlich ohne Jenkins nicht vernünftig zu machen oder ohne ein Continuous Integration System, ob es jetzt dann Jenkins sein muss, darüber kann man vielleicht streiten, aber für uns ist das das Tool der Wahl. Und der Packages ist Singa.org, das ist public, da gibt es ab sofort und auch in Zukunft diese ganzen Pakete für Red Hat, für Fedora, für Debian zum Downloaden. Ich habe das zusammengebracht, das funktioniert super, das ist dann immer der DAO-Test, dass es alle anderen auch schaffen, ich habe es auch hingekriegt, funktioniert wirklich gut. Und wir gucken, dass wir jetzt dementsprechend in ganz, ganz kurzen Zyklen an und für sich nach dem Commit, so ist es glaube ich jetzt im Moment noch, nach dem Commit im Master wird sofort ein neues Paket gebaut. Nächstes Thema, DocBook. Wer nutzt selber DocBook? Wir natürlich. DocBook ist so eine Sache. Wir haben gesagt, wie wir quasi das Projekt damals gestartet haben, gesagt, wir brauchen irgendwas Universelles, wir brauchen was total Verrücktes, wir brauchen was mit XML, wo wir danach jedes Format generieren können. Und der Wolfgang war von Anfang an total begeistert, hat gesagt, so ein Scheiß, aber gut, ich suche mir einen Editor. Hat also Jahre seines Lebens verbracht, diese ganze Doku irgendwie in das DocBook reinzuschruffeln. Mit dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir können aus dem DocBook alles rausgenerieren. Und es ist definitiv von DocBook auch ein Riesenvorteil. Du schreibst alles in XML, und kannst danach alles damit machen. Das Problem, wir haben es nie gemacht. Wir haben alles da reingesteckt und haben wahnsinnig viel Energie investiert. Zum Schluss haben letztendlich alle aus dem Development-Team, dem Doku-Team, ein Issue aufgemacht. Bitte pflegs in der Doku, weil ich schneide mir die Pulsadern auf, wenn ich es machen muss. Und dankenswerterweise haben es die dann gemacht. Aber letztendlich ist es so, dass der Mehrwert für uns nicht aufgeht. Und jeder, der sich mal mit DocBook, wie ihr alle, nicht beschäftigt hat, der weiß auch, dass das halt einfach schwierig ist. Deswegen, es ist einfach anstrengend. Ich will nicht das fragen. Ich weiß, es gibt Lecks und was weiß ich, es gibt viele Menschen mit vielen Neigungen. Es mag einen Hintergrund haben, aber wir wollen es nicht mehr. Wir gehen weg davon. Das heißt, wir werden zu Markdown gehen. Wir haben mit Singa 2 schon ziemlich viel Doku gemacht, die komplett in Markdown ist. Und wir werden auch alles, was wir bisher an Doku haben, komplett in Markdown umschreiben oder in irgendeiner Form migrieren. Wer kennt einen Markdown und benutzt Markdown? Definitiv mehr war also die richtige Entscheidung. So sieht Markdown aus. Ich habe keine Folie gemacht, wie DocBook ausschaut. Ich hatte Angst, dass wir in strömenden Mengen die Leute den Saal verlassen. Markdown ist wirklich sehr, sehr einfach. Also das ist so der klassische Vergleich von der Table Markdown zu dem, wie es dann in der Doku später ausschaut. Ist eigentlich sehr, sehr idiotensicher zu dokumentieren. Auch dieses ganze Kapitelhandling funktioniert soweit ganz gut. Wir haben das in verschiedenen Files, letztendlich dann auch ins Git. Das ist dann immer unter Doc und heißt dann, ich glaube, MD ist die Endung mit den entsprechenden Kapiteln. Ist sehr transparent und so wollen wir dann auch mit den neuen Features, die kommen, gleich mit dem Feature-Set die Doku immer mitgehen. Und im Moment ist es so, dass wir das einfach schwer in Sync halten können. Das soll besser werden und ich glaube, Markdown ist schon die richtige Entscheidung gewesen dafür. Was gibt es Neues in die Singa 1x? Einen ganzen Haufen. Es ist viel in dem Core passiert. Weil wir so Datenbankfreunde sind, kann man jetzt zum Beispiel mehrere IDOs gleichzeitig fahren lassen. Das heißt, wer zum Beispiel sagt, ich will Postgres und MySQL und will es danach in eine Oracle migrieren und dann mit einem Shared Index wieder rauslesen, kann das jetzt machen. Ich weiß, dass das viele von euch oft am Abend. Wir haben in der UI wahnsinnig viel, also kann man durchaus sagen, Ricardo sehr viel Zeit investiert. Das demo ich auch, da gibt es ein paar coole neue Features. Wir wissen, dass wahnsinnig viele Leute nach wie vor Classic UI verwenden. Also nach wie vor heißt jetzt so, als wäre sie tot. Das ist sie nicht, das war sie nie, weil wir das immer gut finden und weil es einfach wahnsinnig schnell klein ist und ich denke, für den Großteil der Benutzer einfach einen perfekten Mehrwert liefert. Und was Ricardo da gemacht hat, ist wirklich gut. Ja. Sie sind am Leben. Da sieht man es dann immer irgendwie, dass es echt ein Leben gibt, die es auch verwenden. Das ist schon ein schönes Feedback zu haben. IDO, Performance. Wir haben ziemlich viel gedreht. Wir haben auch immer einen Blogpost geschrieben. Das muss man auch sagen, Immobilien-Scout hat ziemlich viel gesponsert dafür, weil die Performance von IDO mit großen Mengen hat nicht so gut funktioniert. Da haben wir ziemlich viel gemacht. Gunnar hat da viel gemacht. Das läuft jetzt
denke ich, sehr, sehr viel, viel besser. Also wer das nutzt, der merkt es auch. Und da hat sich auf jeden Fall auch viel getan. Isinga Web macht hauptsächlich Markus jetzt auch im Packaging und so weiter. Da haben wir diese Kronks. Jeder, der weiß, was ein Kronk ist ein Widget, was Kronk heißt. Die Links in der Liste sind, die waren früher viereckig und die sind jetzt revolutionär eher rechteckig. Der Vorteil ist, dass sie aber halt einfach ein bisschen aufgeräumter sind. Das heißt, wir haben diese Panel-Links ein bisschen geändert. Man kann darüber streiten, ob es jetzt ein Mega-Improvement ist, aber trotzdem gibt es dem Ding ein bisschen einen anderen Look und vielleicht auch was die Leute immer kritisiert haben, dass diese Kronks zwar irgendwie ein bisschen hippie-mäßig aussehen, aber man kommt doch nicht so schnell an die Informationen. Das heißt, dieses ganze Layout haben wir ein bisschen geändert und ich denke, das sieht auch sehr viel besser aus. Der Instance-Kronk, der ist ein bisschen überarbeitet worden, der heißt, wer mit Isinga Web auf Multi-Instances arbeitet, zieht halt ein bisschen mehr, was Performance-Informationen angeht und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So. Map, falscher Browser. Map, richtiger Browser. So. Isinga Classic ist bunt. Was ihr seht, das ist die Live-Search, die möchte ich zuerst zeigen, da wo sich Ricardo viel mit beschäftigt hat. Ich kann jetzt quasi über sämtliche Statusinformationen sofort in dieser Liste rein und kann die sehen. Ich kann auch, jetzt ist es natürlich, weil ich meinen Desktop nicht synchronisiert habe, aber das kriege ich hin. Sowas wie Stern H machen, sehe dann die Services, sehe die mit dem State und kann auch sofort reinspringen. Und komme einfach sofort schnell und es geht auch richtig flott. Wir haben vorhin gesagt, mit einem WebKit-Browser geht es ein bisschen schneller als mit einem anderen Randgruppen-Browser, aber alles, was so Chrome, Safari, ist es richtig gut unterwegs, auch wenn in dem Result-Set viele Daten eintüngeln. Also die Suche ist wirklich gut. Auch wenn man zuvor schon Return drückt, ohne das Ergebnis abzuwarten, ist es super. Die Filter sind komplett neu. Ich kann quasi zu allen möglichen Statis und Typen sofort jetzt im Interface Filter setzen. Das heißt, ich kann quasi die Grid-Filter, die normal über CGI-Parameter eingefüttert werden, hier sofort das verändern. Auch das ist neu in der aktuellen Classic. Wer eben mit den Daten filtert und damit arbeitet, das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Die ganzen anderen Improvements sind keine neuen mit Multiselection und so weiter. Ich glaube, das kennt ihr. Ich denke, das Wichtigste in der aktuellen Isinga Classic ist definitiv diese Suche und die Filter. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich einen anderen Service auch habe. Da ich alle Localhost heißen und ich Localhost nicht schreiben kann. Warum eigentlich nicht? So, jetzt passt er mal auf. Random, genau. Ich wollte eigentlich nur mal ein großes Result-Set sehen. Also, geht halt. Der ein oder andere kennt das vom iPad, wenn dann das Display dünner wird an der Stelle. Aber man kann sich da auf jeden Fall auch durcharbeiten und das Ergebnis kommt sehr, sehr flott. So viel zu den Classic CGIs. Isinga Web. Ist jetzt auf demselben System, das läuft in die Datenbank rein. Wie angesprochen, die Umstrukturierung dieser Grid-Icons. Früher hießen die, wer das noch weiß, immer Data und das war halt vorgegeben. Jeder konnte das ändern, entweder im Frontend direkt oder halt hinten in dem XML. Aber das haben wir jetzt so ein bisschen nach diesen alten Hauptkategorien zusammengestopft. Die Items an sich sind die gleichen. Service State Grid. Ich habe in vielen Elementen auch die States entsprechend noch mit drin. Bei den Hosts sieht man das ganz gut. Dann kommen die nochmal raus. Ich glaube, das macht es schon einfacher zu navigieren. Am Ende des Tages bleibt es Geschmackssache. Darum gibt es verschiedene UIs. Die soll es auch weiter geben. Auch UIs, die nicht von uns kommen. Da soll man einfach das verwenden, was einem halt einfach liegt. Und ich denke aber auf jeden Fall, dass es das ein bisschen leichter macht, auf die Daten zuzugreifen. Den Instance Kronk wollte ich noch zeigen, den ich nicht sehe. Da ist er. Hier ist nur eine Instance, nämlich meine VirtualBox, die da läuft. Aber ich sehe jetzt eben auch, wenn ich verteilte Umgebungen habe und habe den Zugriff darauf eingerichtet, wie der Status davon ist. Das heißt, was läuft auf dem Ding, sind Service enabled und kann da ein bisschen mehr machen. Natürlich kann ich die Instanz weiterhin auch runterfahren, was immer sinnvoll ist. Das heißt, diese ganzen Kommandos an Remote-Instanzen zu übergeben, das geht nach wie vor. Aber man hat einfach ein bisschen besseren Überblick über diese Standard-Attributes, die der Core auf dem entsprechenden System hat. Ansonsten, wer ist es, glaube ich, auch zu Isinga Web? Habe ich was Wichtiges vergessen? Schaut zu den Herren.
Ja. Super. Ja. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also die Filter sind jetzt im Moment scheiße und es wäre gut, wenn die besser wären. Wir haben die, das ist voll okay. Weil nur so werden wir besser. Wir haben die Filter früher hier oben gehabt, also dann ging diese Filterbox auf und dann war das hier drunter. Die sind auch vor einigen Versionen, ich glaube die 1.8 war es, sind die rübergerutscht? 1.9. Die sind jetzt hier drüben und da kann ich mit den entsprechenden Elementen da unten filtern. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Grid bin und dann suche ich mir sowas raus wie einen Status und dann sage ich, du darfst critical sein, dann kann ich das hier auch machen. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich kann es auch speichern, ich kann es umbenennen und kann mir jetzt zum Beispiel eine gefilterte Ansicht zum Beispiel auch mit dem Kollegen teilen, der in derselben Benutzergruppe sein muss, damit er die Berechtigungen auf das Objekt hat. Das funktioniert, zeige ich aber heute nicht. Weil ich nämlich keinen Host habe, der mit A und B anfängt. Was ich zeigen kann, ich kann den Filter zeigen, wie man Hosts, die mit H und mit H anfangen, mit einem OR verbindet. Das gibt in Summe einen logischen Und. Aber das können wir schon probieren. Also ich mache das jetzt ein bisschen lustig, weil der Tag ist halt lang und so. Ihr versteht das, ich nehme das vollkommen ernst. Also, Name, Display Name, Service Name. Contain. Keine Ahnung, es macht wahrscheinlich jetzt keinen Sinn. Und dann kann ich den da oben, glaube ich, auch umdrehen. Genau, wo habe ich den OR? Ach, den habe ich hier weggecallt. Und dann kann ich quasi eine Und- oder Verschachtelung machen. Das heißt, ich kann mir eigentlich jeden Filter, den ich brauche, zusammenbauen. Die Daten im Hintergrund sind ja alle die gleichen. Baue mir den Filter zusammen und wenn er dann komplexer ist, speichere ich eben das Ganze ab. Hier als Custom View. Save Cron-S. Problems. Ich gebe dem noch ein Icon. Flup. Ein Herz. Weil wir uns alle lieb haben. Und schwupp da rein. Und dann sieht man das, wenn man weiß, wo man es hingelegt hat. Problems hier. Da ist er wieder. Okay. Bereits in der Antwort verloren. Kenne ich von zu Hause. Frage, Antwort nicht abgewartet. Ist angekommen mit den Filtern? Awesome. Okay. Ich gehe zurück zum Slide Deck. Themenschwerpunkt Ising 1 abgeschlossen. Ising 2 haben wir letztes Jahr hier announced nach einem kurzen Zero-MQ-Ausflug im Jahr zuvor. Wir haben letztes Jahr ja quasi hier gesagt, dass wir dank Michael Madden eigentlich den Zero-MQ-Ansatz 2011 über Bord geschmissen haben und zwar an demselben Abend, wo wir es released haben. Und haben uns dann quasi letztes Jahr schon weit, weit vor der Konferenz aufgemacht, Ising 2 zu entwickeln. Was das ist, Andreas hat es ja heute durch die Blume eigentlich zugegeben, dass er auch C++-Fan ist, aber er gibt es nur nicht laut zu. Ist komplett neu, wir haben das Ding neu geschrieben, auf Basis von C++ und Boost-Libraries. Es läuft eigentlich auf allen wichtigen Linux-, Unix-Plattformen, es läuft auch auf Windows. No Command, also wenn man es braucht als Satellit oder weil man es sonst braucht, aber es läuft auf Windows. Es hat ein anderes Config-Format, also Host Service Definition und alles, was ihr kennt, sieht ein bisschen anders aus. Es ist nicht total anders, also wir haben jetzt nicht mit allem gebrochen, was man aus Nagios Schickstich Ising kennt und liebt. Trotzdem haben wir ein paar Sachen einfach anders gemacht. Es gibt einen Cluster-Stack, der mit drin ist. Das heißt, das ganze Thema Clustering, Distributed Environments, was sowohl Load-Thema angeht, was aber auch Security-Themen angeht, wie eigene Domains zu bauen, Hochverfügbarkeit, Übernahme von Checks, ist alles fest mit drin. Es gibt verschiedene Komponenten. Der Hintergrund ist eigentlich relativ simpel.
Und das hat nichts damit zu tun, weil wir jetzt irgendein anderes Projekt oder sowas bashen wollen, sondern wir wissen, dass der Großteil der Leute, die Isinga und Nagios nutzen, haben unter 100 Hosts. So sieht es einfach aus. Der Großteil der Community, der das nutzt, der ist vielleicht nicht hier und den sehen wir auch nicht. Aber die Leute, die das System nutzen, die riesen Community hat 100 Hosts, 150 Hosts. Und was wir denen zutun wollten, ist, dass sie ein System haben, wo sie selbst, wenn sie nur in Pillepalle die 100 Hosts überwachen müssen, 18 Komponenten laden müssen. Also das heißt irgendwie 20.000 Komponenten, ein Checker hier und da jemand, der die Perf-Daten einsammelt, jemand, der die Config von links nach rechts schubt, migriert und wieder zurücklädt, sondern wir wollten es für die einfach haben. Also das heißt, wir wollten eine zentrale Komponente, die sagt, die ist einfach, aber sie ist natürlich auch komplex, wenn es notwendig ist. Und jeder weiß das, wenn man was super einfach machen will, aber auf der anderen Seite die eierlegende Wollmilchsau produzieren, ist es halt schwierig. Deswegen haben wir einfach lang dafür gebraucht. Aber ich glaube, wir sind so weit, dass wir es jetzt können. Es gibt dazu ein Kommando, was nicht mehr so heißt wie in den Slides, weil ich es nicht aktualisiert habe. Ich kann die verschiedenen Fähigkeiten, die der Core hat, und wir kommen auf der nächsten Slide dazu, jeweils nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Ähnlich wie bei einem A2EN-Mod auf einem Debian, wenn ich ein Apache-Modul hinzufahren will. So ist der Grundgedanke, wie das funktioniert. Komponenten können überall laufen. Das heißt, wenn ich ein Mashup habe aus 4 Isinga-Nodes, dann kann ich bei Node 4 die IDO dran stecken, bei Node 3 die Perf-Daten ausspinnen und bei Node 2 die CGI-Interface hinhängen. Das heißt, alle sind gleichberechtigt, die Daten sind geshared und ich kann überall das machen, was ich da machen will. Ich kann auch an Node 1 nur die Konfiguration einspielen, das schauen wir uns auch später an, und habe gerade keinen einzigen aktiven Check, aber da läuft vielleicht mein CMDB-Interface, da speise ich die Config rein, ich mache aber sonst nichts, nur Config laden. Es gibt Packages dafür und es gibt Vagrant-Boxes dafür. Vagrant, kennt es jemand oder wer kennt Vagrant nicht? Doch einige. Vagrant ist letztendlich ein Tool, mit dem man VirtualBox und auch VMware steuern kann. Das heißt, ich kann über ein Command-Line-Interface, ich kann das runterladen, wenn ich mir das Git Isinga 2 auschecke. Dann gibt es ein Vagrant-File und wenn ich Vagrant auf meiner Kiste installiert habe, sage ich Vagrant ab. Und dann fängt das Ding an, ein bisschen zu nödeln, so zieht sich von virtualboxes.isinga.org ein Basis-CentOS-Image und fährt dann mit Puppet-Modulen drüber und macht dann quasi aus dieser lokalen virtuellen Maschine einen aktuellen Isinga 2-Version. Oder auch im Webumfeld geht es genauso. Das heißt, Vagrant ist ein Tool, auch unabhängig von Isinga. Das muss man kennen, weil es genial ist, um sich mal schnell so ein Test-Setup aufzubauen. Also du kannst mit dem Vagrant-File eben beschreiben, wie soll die Maschine ausschauen, fährst dann mit Puppet-Modulen drüber und hast dann dein customized System. Wenn du im Git ein Update hast, machst du wieder Git Pull, sagst danach Vagrant Reload und dann ist wieder alles aktuell in deinem System, alles so, wie es konfiguriert sein. Also Vagrant ist absolut das, was man braucht und es funktioniert und kann man runterladen. Was gibt es für Komponenten? Wir haben den Checker, hurra, der checkt. Es gibt eine Cluster-Komponente, die kümmert sich um all diese Mashup und diese ganze Verteilung von Security-Themen. Läuft auf Basis von SSL, also die ganze Kommunikation zwischen den Knoten läuft auf SSL-Basis, auf einem Port. Es ist unabhängig, von welcher Seite ich die Verbindung aufbaue. Also wenn man so ein klassisches DMZ-Szenario denkt und man kann nur von der einen Seite zur anderen, ist es vollkommen egal. Ich kann sagen, wo mein Peerpoint ist und Knoten 1 kann zu 2 oder 2 kann zu 1. Das spielt keine Rolle. Es gibt ein Compat, eine Compat-Komponente. Da ist das ganze Thema drin, was heute Isinga 1 ausmacht. Command Pipe, Compat Log, Status Start. Alles das, was man braucht, um letztendlich auch die CGIs vernünftig zu betreiben. Wir haben Live-Status drin. Das ist einfach ein Modul, was man enablen muss, ist im Core dabei und liefert Live-Status aus. Wir können Handys, wir können Perf-Daten, das heißt, wir können Perf-Daten mit dem Modul ausspielen. Da geht auch Graphite, das ist richtig cool, das zeige ich euch dann hoffentlich. Wir können Notifications und wir haben die DBOID MySQL. Wir haben mit MySQL angefangen, wir werden in den nächsten Wochen auch Postgres hinterher schieben. Wie gesagt, Andreas hat es vorhin so gesagt, er hält die Datenbank für sinnlos und das ist ein übertriebener Aufwand. Wir sehen es halt anders. Und ich könnte stundenlang drüber philosophieren, warum das so ist und der Tom 2 Stunden. Wir finden es gut und es hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn man es vernünftig verwendet. Und immer wenn wir dann zum Reporting-Thema und so weiter kommen, macht Sinn. Jeder, der will, den schwalle ich auf der Abendveranstaltung gern 2 Stunden zu, warum ich es gut finde. Mache ich jetzt nicht. Was hat sich an der Config verändert? Es gibt keinen Host-Check mehr. Der klassische Host-Check, das Ping oder was man da immer auch gemacht hat, das gibt es nicht mehr, sondern wir haben Service-Checks und wir können jeden Service-Check zum Host-Check machen.
wenn wir wollen. Wir sagen dem Host, dein Status dependet auf einem Service-Check. Das kann ihr Ping sein, aber es kann auch MySQL, Oracle, whatever sein. Das heißt, es gibt in der Host-Definition ein Attribut, das heißt Check, Checker oder Check? Check. Check. Und da sage ich, der Host-Status hängt ab von Service-Check, HTTP. Und dann ist mein Host-Status grün oder nicht. Weil diese Massenpingerei, wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht und haben festgelegt, für uns brauchen wir nicht mehr. Bitte? Ja, vor allem, wenn du es halt einfach an andere Bedingungen hängen kannst. Es gibt globale Makros, also diese ARC-Thematik gibt es nicht mehr. Ich kann beliebige Makros an jeder Stelle in dem Core verwenden. Dieses ARC 1, 2, 3, was man hier unten noch sieht bei so einem klassischen Check-Command für was ist das, ein Ping, wo ich quasi diese Argumente durchreiche, Isinga 1 oder Nagios. Isinga 2 sehen einfach so aus, dass ich mit normalen Namen arbeite. Mit sprechenden Namen arbeite, die kann ich irgendwo in der Config verbauen, kann die auch global durchreichen und kann die an jeder Stelle wie ein Katalog erweitern. Das heißt, ich kann an jeder Stelle im Code einfach sagen, da möchte ich noch ein Makro hinterher schieben. Kontakt- und Kontaktgruppen gibt es nicht mehr. Die heißen jetzt User- und User-Gruppen, weil das sind sie eigentlich. Das ist aus der Historie so ein bisschen ein vergewaltigtes Objekt, weil man natürlich irgendwann gesagt hat, zu dem, das wir hatten, müssen wir noch was anderes mit dran bauen. Und jeder, der damit spielt, der weiß, dass man schon alles machen kann, aber eigentlich ist das ziemlich krank. Das Problem ist halt auch wie da, es ist halt wieder eine Veränderung und Leute mögen eigentlich keine Veränderung. Das ist auch der Grund, warum so viele Nagos und Isinga einsetzen, weil man das halt kennt. Und das ist, glaube ich, durchaus was, wo sich der ein oder andere auch schwer tun wird. Ich habe lang gebraucht, es zu verstehen, aber es ist richtig cool. Es gibt nämlich jetzt ein Notification-Objekt. Es gibt keine Escalations, auch im klassischen Sinn mehr. Kommen wir zu der nächsten Slide. Ich habe in Isinga 1 habe ich im Endeffekt diese Beziehung gehabt von Service zu Kontakt-Kontakt-Group und je nachdem, was ich haben wollte, an welchen Kanal ich hinalarmieren wollte, habe ich so ein Kontakt-Kontakt-Group-Element dazwischen geschnallt. In Isinga 2 gibt es ein Notification-Command. Und im Notification-Command gibt es auch dieses WOCRFS nicht mehr, sondern es gibt einfach sprechende Bedingungen, für wann soll diese Notification ausgelöst werden. Und in dem Notification-Object drinnen ist gleichzeitig auch die Eskalation. Das heißt, ich kann im Notifikationsobjekt auch bestimmen, von welcher Zeit bis wann möchte ich eskalieren und in welchem Intervall kann ich es machen. Wir haben uns entschieden, extra jetzt nicht so einen riesen Notification-Code dahin zu knallen, weil das macht gar keinen Sinn, aber in der Doku ist es ganz gut, hoffentlich, beschrieben. Und da kann sich jeder anschauen. Aber ich glaube, jeder, der damit arbeitet, der versteht es relativ schnell. Und es ist ganz wichtig, wir haben kein fixes Makro oder Attribut für IP-Adressen mehr. Wir hatten ja in Nagios und in den früheren Isinga-Versionen halt das Address. Wir haben, ich weiß es nicht mehr genau, 1.4 oder so, IPv6 hinzugefügt. Ich kann zu jedem Host 25.000 Adressen hinzufügen und mit denen arbeiten. Das spielt keine Rolle. Also es gibt keine feste Verbindung zu IP-Adressen. Und es ist eigentlich auch nicht mehr zeitgerecht, weil es hat eigentlich keiner mehr einen Host mit einer IP-Adresse. Klar gibt es das irgendwo. Aber in einem normalen Produktionsumfeld habe ich oft mehr. Ich habe mehrere Interfaces gebunden und es ist manchmal echt ein Krampf, wenn man sich das so über andere Konfigurationsmechanismen hindoktern muss. Und so kannst du einfach ein endloses Array von IP-Adressen angeben, wie du die nennst, ist egal, ob das heißt Address Public, Address Web Cluster 1 und verwendest die dann wieder in den Checks. Das ist auch da, glaube ich, so ein bisschen eine Veränderung, aber das bringt einen riesen Vorteil. Wie sieht der Cluster aus? Ich glaube, die Hälfte davon habe ich schon erzählt. Clusterbasis auf SSL, das heißt, ich kann in so einem klassischen Zwei-Node-Szenario, und das demo ich dann auch, meine Komponenten an verschiedenen Stellen haben. Ich habe eine Replikation, die es in sich nicht mehr gibt, weil sich der Cluster selber drum kümmert. Ich habe einen Domain-Support, das heißt, ich kann gewisse Objekte gewissen Domains zuordnen und ich kann auch mit ACLs festlegen, was derjenige in den Domains machen darf. Jetzt ist ACL so ein Thema, da spricht man lieber nicht davon, weil ACLs sind Hölle. Aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist folgender. Ich habe vielleicht ein Isinga-System, das steht beim Kunden von mir. Und ich will, dass der alle Daten sehen darf und ich will, dass der vielleicht auch einen Comment absetzen darf, aber ich will nicht, dass er irgendwas rechecken oder stoppen kann. Will aber trotzdem alles zentral ausliefern. Ich will der Konfigurationsherrgott sein, will ihm alles aufs Auge drücken, aber ich will ihm trotzdem Rechte geben in seiner Domain. Und vor allem, was wichtig ist, er darf auch in seiner Umgebung die Daten der anderen Dinge nicht sehen. Also die dürfen durch diesen Cluster-Stack natürlich auch nicht durchlaufen, damit die bei ihm irgendwo im Logfile stehen. Und das kann ich damit machen. Das heißt, ich kann ganz bestimmte Objekte in eine bestimmte Zone schmeißen, kann es mit ACLs entsprechend berechtigen und lasse eine ganz bestimmte Umgebung an der Stelle fahren.
Und nicht zu vergessen, IDO kann eben auch an irgendeiner Stelle da drin liegen. Und jetzt schauen wir uns das an. So. Goes. Also, ich habe zwei Maschinen, die laufen in der Virtual Box bei mir. Ich glaube, die haben 500 MB RAM und eine CPU. Ist ein CentOS 6.4 und ist das aktuelle Paket, was ich über YAM Install vor 2 Stunden mit extremen Achselschweiß installiert habe. Habe mich aber danach nochmal frisch gemacht. Aber ich war ein bisschen nervös. Also das ist genau das, was ihr euch so dann runterladen und morgen in Produktion überführen könnt. Also ich bin in dem Isinga 2. Ich habe ein paar Configs vorbereitet für die Demo, damit es mir leichter macht, dass ich da durchblicke. Wir gucken erstmal in diese Isinga-Conf rein. Das ist jetzt eine ganz kleine Standalone-Config. Das gibt ein Include, es gibt eine Isinga-Library, die idle, da sind alle Basis-Templates, alle Basis-Checks, die es so gibt, bereits definiert. Das ist auch ein Config-File, das liegt da drin, das liefern wir mit aus. Da ist alles das, was man so für den Hausgebrauch benötigt, ist da quasi fest mit konfiguriert. Kann man verwenden oder nicht, aber ist einfach mit dabei. Es gibt ein Include auf dieses Features-Enabled-Verzeichnis, das da spannt sich dann der Bogen zu dem Thema Isinga 2 Enable dasselbe Feature. Ich war's, sorry. Kannst du vielleicht ein bisschen größer machen? Der Raum ist groß. Ja, absolut. Moment. Ultra. So. Besser? Besser? Moment, ja, ich bemühe mich ja. Er war stets bemüht. Okay, Dankeschön. So, also, das Features-Enable-Thema, das ist das Thema Enable-Config, das schauen wir uns im Directory an und dann gibt es noch die Conf, die da liegt, meine Objektkonfiguration drin. Das ist alles. Es gibt keine klare Trennung mehr zwischen diesem Isinga-CFG, Nagios-CFG und der Objektkonfiguration. Ich könnte jetzt auch sofort hier anfangen, Host und Services zu definieren, aber es macht es einfach nicht unbedingt leicht. Also hier findet alles das statt, was halt so Basis-Isinga gibt. Es gibt in Isinga und Nagios wirklich einen Sack voll Tuning-Parameter, mit dem man alles Mögliche machen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt selber, ich habe es schon 1000-mal angeschaut, 1000-mal vergessen. Da kann man allen möglichen, wie oft die passive Event-Schnittstelle gestreichelt wird und Daten von links nach rechts geschoben werden, gibt es nicht mehr. Weil wir glauben, dass es nicht braucht. Das heißt aber nicht, dass wir es vielleicht vergessen haben. Wir glauben im Moment, Gunnar glaubt, wir brauchen es nicht. Lasst uns einfach mal so sagen, wie es ist. Und da Gunnar wahnsinnig schnell alle Bugs fixt, haben wir für uns beschlossen, wenn Gunnar glaubt, dass wir es nicht brauchen, brauchen wir es auch nicht. Wenn ihr sagt, wir brauchen es doch, dann macht es Gunnar mit Sicherheit rein, wenn ihr in einer Stunde überzeugt habt, dass wir es auch wirklich brauchen. Aber im Moment das ganze andere Zeug, das gibt es einfach nicht, weil es ist eigentlich nicht nötig. Plus die Konfiguration von den ganzen Komponenten, die dranhängen, IDO, die ist dann immer entsprechend da drin. Also gut, wir gehen in das Config-File rein. Letztendlich ist hier das klassisch Generic Host, Generic Service, wo wir erben. Wir machen mal so eine Local Host Definition auf. So sieht es aus. Ich habe ein Object Host und erbe quasi von dem Generic Host, der die Basisattribute hat und habe die Services direkt hier mit angegeben. Das heißt, die Services stecken direkt im Host-Objekt drin. Ich sage, welches Check-Command dahinter steckt und habe das hier im Host quasi aufgeschlüsselt. Jeder, der eine alte Config hat, und das haben eigentlich im Moment alle, kann das durch das Conversion-Skript von Michi jagen, der das in Perl gebaut hat. Das funktioniert eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also zumindest ist der... War das zu fraglich jetzt? Das ist bug-free. Ich weiß ja auch nicht, müssten wir noch sagen. Helft mir halt. Sagt er nicht. Also auf jeden Fall, das gibt es seit vielen Jahren, das Migrationsskript und das tut, was es machen soll. Migriert alten Code zu neuen, es funktioniert. Aber probiert es halt aus, weil jede Config ist halt anders und ich glaube nicht, dass uns die Leute so viel ihrer Configs auf die Mailingliste schicken, damit wir es probieren können. Am besten ist, jeder probiert es selber. Ja? Nein, also die Frage war, ob man zwangsläufig die neue Config benutzen muss, ja. Das hat eigentlich jetzt weniger mit etwas zu tun, dass man sagt, wir wollen, ich sage jetzt mal aller Apple, die Leute unbedingt in das Schema quetschen, damit sie nicht mehr ins alte können. Das hat damit weniger was zu tun, sondern wenn wir die alte nativ können müssten, dann hätten wir auch den alten Krampf, was das ganze Geparse und so weiter mit implementieren müssen.
Das heißt, der Core müsste dann auch in der Lage sein, mit dem alten Config-Formation der Prozent umzugehen. Und das wollten wir, Klammer auf, Gunnar, Klammer zu, nicht. Und obwohl wir das heiß und innig diskutiert haben und ich eigentlich immer dachte, wir müssen das haben mit Config, Klammer V1 und dann können wir es auch lernen, bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass es der richtige Schritt ist, weil die Config ist einfach besser. Und natürlich kann es sein, dass jemand heute migriert, die Config da durchbügelt und feststellt, es funktioniert nicht. Das wäre gelogen zu sagen, es kann nicht passieren, aber wir hoffen A, dass wir es relativ gut bisher gemacht haben und B, dass wenn es nicht der Fall ist, wir es relativ schnell fixen können. Auf der anderen Seite, wenn du ein Interface hast, wo du deine Config generierst, NagiosQL, nconf, whatever, dann kannst du natürlich in dem Schritt nach der Generation den Config-Converter durchschieben. Wir haben aber auch mit den nconf-Leuten, habe ich schon mal telefoniert, und da wollen wir auch versuchen, dass die relativ schnell nativ Isinga 2 Config auch rausschieben, für die Leute, die es halt haben. Weil es ist eigentlich, da ihr die ganzen Config-Tools, die es am Markt so gibt, außer lconf, weil der steckt halt in Elderbaum, die haben ja das alle in irgendeinem DB-Modell. Das heißt, für die ist es eigentlich ein leichtes, erstmal Isinga 2 kompatible Config, weil der guckt halt die Syntax ein bisschen besser aus. Was sie halt nicht können, ist, sie müssen halt irgendwie mal den Dialog nachbauen, dass es halt ein Notification-Object gibt. Aber grundsätzlich wollen wir schon sagen, nutzt das neue Config-Format. Wenn euch was nicht gefällt, dann sagt es uns, wir versuchen es besser zu machen. Aber wir wollen die Leute schon dahin bewegen. Das ist schon die Motivation. Ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort gefallen hat, aber ich könnte es jetzt auch nicht ändern. Ja, also wir hoffen, dass... Ja. Definitiv ist es, Config ist, da gibt es ein breites Feld. Das gibt den, der sagt, ich mache das in meinen Configs. Was immer mehr kommt, dass es die Leute eben in einem externen Tool, die machen, sind Puppet oder ein Chef, die fassen ihr Config im Monitoring gar nicht mehr an. Ja? Puppet wäre dann so die nächste Frage. Für die alte Conf gibt es ja diese schönen Ressourcen. Und ihr seid ja auch ganz geil im Puppet-Umfeld unterwegs. Baut ihr neue? Richtig geil. Ja, kommt auf einer nächsten Slide noch. Also, wollen wir machen. Also, vielleicht, da hast du recht, Bernd, da sind wir auch unterwegs. Also, es gibt, sagen wir, verschiedene Ansätze, was ich so kenne. A, die Leute haben irgendein Config-Tool. Die Leute haben eine CMDB und haben sich irgendwelche Scripts gebaut, wie sie es rausblasen. Die Leute haben Chef, Puppet, Ansible, irgendwas, generieren die Config mit raus. Oder sie machen es halt im VI. Und klar ist, für die Leute, die es heute mit einem Tool machen, mit Puppet, da müssen wir uns sputen, dass wir denen schnell ein Puppet-Modul liefern, was sofort Isinga 2 Config rausbügelt. Für den, der sein Perl-Skript hat, wo er die CMDB exportiert, der kann es entweder in seinem Skript machen oder der jagt nach dem Export von seinem Skript es durch unseren Converter und macht es rein. Was das Thema GUI angeht, wir haben nach wie vor keine von Isinga, die wir haben. Und es ist auch eine riesen Challenge. Und das ist ein Thema, dem kann ich auch vorweggreifen, weil ich glaube, das ist Top 1. Bei Feedback Isinga ist das Thema API to Dynamically Create Services. Das Problem, das ist eine riesen Challenge und gar nicht weniger von dem, dass es der Core nicht kann, sondern was machst du damit? Also du hast 100 Hosts in einem Config und dann kommt jemand und sagt, wir CLI, add host. Wo speicherst du denn hin? Ist der persistent? Ist der nach dem nächsten Restart wieder da? Interagiert er mit einem anderen Template? Also die Nachhaltigkeit von einer agilen Config, die nicht über Config-File passiert, ist ziemlich schwierig, weil du eigentlich einen Mix hast von einem, was links steht und du rechts mit Code verändert hast. Und das ist so ein Riesenproblem, was wir haben. Wir müssen uns anstrengen, dass wir es allen möglichst leicht machen, dahin zu gehen. Weil wir wissen schon, Config-Format zu ändern, ist nicht einfach. Weil die allerletzte Wald- und Wiesenanwendung kann Nagios-fähige Konfiguration hinten rausspucken. Und da müssen wir eine Schippe nachlegen, aber wir wollen es schon auch beweisen und zu sagen, wir sind besser. Und die anderen müssen es dann halt nur noch glauben. Also, hier unten noch dieses Address-Makro. Ich wollte es nur noch mal zeigen, hier mit dem Address 6. Das ist vollkommen egal, wie das heißt. Also, wir arbeiten mit Variablen und fertig. Also gut. Ich starte den Core einfach an. Wenn er das nicht, ich glaube, er tut es schon. Und wie ihr seht, sieht er nichts. Genau, ich bin da drauf. Das ist er. Über Status-Dat die Ziele ist angebunden. So wie sie sind auf dem neuen Core mit den CGIs. An sich erstmal weiter nicht spektakulär, wenn auch technisch grandios.
Ich nehme die Config mal weg und gehe in das Thema Clustering ein. Also das heißt, ich schmeiße meinen Softlink hier weg. ln-s ist Singer Cluster. Okay, wie sieht es aus? Ich mache mal so eine Config auf. Der obere Teil ist noch gleich, aber dann gibt es ein paar Änderungen. Das eine ist bei Cluster, ich muss ein Object Cluster Listener geladen haben. Das ist das, wenn ich Cluster machen will. Und es geht grundsätzlich darum zu sagen, ich will Cluster machen. Brauche ich, wenn ich eine kleine Config habe, ich habe es bei mir getestet, in meiner Ein-Core-Maschine laufen so 10.000 Dummy-Checks pro 15 Sekunden Intervall. Das geht ziemlich gut, ohne dass ich irgendwas verteile. Also die Performance ist wirklich gut. Aber wenn ich es möchte, muss ich mir eine CA generieren. Das heißt, da es auf SSL passiert, brauche ich einmal eine Certificate Authority und ich brauche entsprechenden Key und Zertifikat pro Node an den Maschinen, die beteiligt sind. Damit es einfacher ist, gibt es ein entsprechendes Skript. Das eine nennt sich Async. Das eine nennt sich AsyncBuildCA und das andere nennt sich AsyncBuildKey. Mit den beiden Scripts kann ich die entsprechenden Zertifikate generieren, die ich brauche. Die braucht die AsyncA 2, damit sie eine sichere Cluster-Kommunikation aufbauen kann. Dann gebe ich den Port an, sage, wo möchte ich mich binden und wo sind die Peers, mit denen ich Verbindung aufnehmen möchte. Und Peers ist die Geschichte, wo ich sage, wer ist der Verbindungsinitiator? Also wer baut von wem eine Verbindung auf? In dem Fall ist es so, dass meine Maschine Asynga Node 1 Verbindung zu Node 2 aufbaut. Ich könnte auch hier keinen Peer haben, könnte aber genauso sagen, von Node 2 baue ich die Verbindung zu Node 1 auf. Es ist vollkommen egal, zum Schluss treffen sie sich alle und es funktioniert einfach. Ich kann auch mehrere Peers haben, ja. Dann definiere ich den Endpoint. Und den Endpoint, weil es ein Pfeil ist, was ich hin und her schiebe, definiere ich für beide Knoten. Das heißt, auch da sage ich, auf welchem Port hören die entsprechenden Systeme. Und dann kommt was ich habe die Config genauso auf dem anderen Node, deswegen ist das Node 2 auch mit drin. Das Thema Accept Config und Config Files. Die Konfiguration wird automatisch durch Asynga per SSL verteilt. Das heißt, wenn ich ein Multinode-Cluster habe, dann kann ich sagen, in Node 2, von welchem Node akzeptiere ich Konfiguration? Einfach aus Sicherheit. Ich sage, von wer darf mir Config-Elemente schicken? Dann enable ich die, sage ich accept Config von Asynga Node 1 und dann sage ich auch, was wird geschickt? Welche Config, wo liegt die, wird verschickt? Was macht er? Er startet durch, nimmt Verbindung auf, stellt fest, es gibt Config auf der anderen Seite, die er nicht hat, überträgt die komplette Config, startet automatisch den Core durch und ist dann wieder da. Und wie das ausschaut, gucken wir uns jetzt mal an. Da unten gibt es noch Locker. Locker ist auch noch ein interessantes Feature. Es gibt verschiedene Locker. Ich habe einen File-Locker, ich kann einen Syslog schreiben, ich kann direkt über das Enablen von den Modulen verschiedene Log-Destinations schreiben. Ich habe für mich so einen Cluster-Debug-Log, aber Gott sei Dank brauche ich den mittlerweile nicht mehr. Ja. Die Frage ist, ob eine eigene CA auch verwendet werden kann oder die von Asynga. Und der Gunnar weiß das. Also man kann auch eine eigene CA verwenden. Das Wichtige ist nur halt, dass der Common Name irgendwie eindeutig ist und den man auch in der Config dann halt einträgt. Ja. Cool. Ja. Ich wiederhole nochmal die Frage, ob ich multiple Cluster-Instanzen auf einer Maschine fahren kann. Ja, ich muss halt gucken, dass ich mir dann portmäßig nicht ins Gehege komme, aber an sich kann ich das kreuz und quer durch die Gegend verteilen. Brauche ich das dann überhaupt noch auf einer Maschine mehrere Instanzen? Nee. ich war zu kurz jetzt, okay. Ich wiederhole nochmal die Frage, ob ich es brauche. Eigentlich nicht. Also Ziel war schon, wenn ich sage, ich habe keinen Customer, ich habe keine sensible Zone. Wir haben schon das Ziel, durch das das Ding multithreaded ist, dass ich, wenn ich ein Umfeld habe, wo ich sage, ich muss halt, keine Ahnung, ich habe 50.000 Service-Checks, die ich zu machen habe, dann kann ich das auf einem guten Midrange-System, auf einem System machen. Ohne Verteilung, ohne Gearman, ohne irgendwas anderes. Weil das Ding an sich das multithreaded macht. Das ist definitiv schon das Ziel.
wir wissen halt, dass es ganz viel Würdig-Konfigurationen gibt, aber eigentlich war schon immer der Ansatz, eigentlich sollte man immer vermeiden, Cluster zu verwenden, weil es ist eine zusätzliche Stufe an Komplexität. Und nur wegen der Performance und die ersten Benchmarks, die wir gemacht haben, die sind auch recht zuversichtlich, braucht man es eigentlich nicht mehr, weil das Ding skaliert lokal wie Hölle, ohne dass man noch irgendwas dranhängt. Okay, also ich starte den Isinga 2. Ich restarte den, besser gesagt. Dann sieht man, dass der nach wie vor seine 5 Hosts hat. Das ist jetzt hier Node 1, in dem ich bin. Das ist Node 2. Schmaler? Ach so. Kann ich mich ein bisschen schmaler machen? Das Schild? Nein. Das Schild habe ich gesehen, Lennart. Ich bin mir da nie so sicher. Also, es gibt ein neues Feld in den CGIs. Ich habe jetzt hier ein 2-Node-Cluster. Ich habe Node 1, Node 2. Diese 102 ist Node 1 und 103 ist Node 2. Da laufen die beiden Maschinen. Die haben teilweise, das ist jetzt aber kein Fehler, bedingt auf den lokalen HTTP-Check ein anderes Ergebnis. Was möchte ich jetzt machen, wenn ich in den Localhost reingucke? Bei Isinga 2. Dann sehe ich, Moment, das Kommando fehlt mir. Warum sehe ich das jetzt nicht? Source? Help? Ich sehe ihn nicht. Ja, aber er ist not available. Ah, Moment, ja, ich weiß es. Wer weiß es? Ich habe den auf der anderen Seite, glaube ich, noch nicht angestellt. Also. Das Logfile, ich mache jetzt einfach mal ein Tail, weil dann kann man es am besten sehen. Sämtliche Kommunikation, die zwischen den, am besten sehen ist übertrieben. Alle Events, die passieren auf einem Knoten, auch wenn die sich gegenseitig nicht sehen, wenn die Verbindung weg ist, wenn das eine Remote Distribution ist, die werden in so einem Art Relay-Log zwischengespeichert. Gunnar sagt, ich darf es nicht sagen, aber man darf sich so vorstellen wie ein Binlog. Das heißt, alles, was passiert an Events, an Notification, geht quasi in den Logfile und sobald die Verbindung wieder da ist, wird es gegenseitig wieder aufgeholt, um einfach für ein SLR-Reporting nichts zu verlieren und trotz allem die Historie, die draußen passiert ist, wieder einzufangen. Jetzt mache ich mal Folgendes. Also die Nodes laufen. Man sieht es hier. Jetzt gehe ich wieder auf Node 1 und lösche wieder mein Config-File. Und linke das Config-File Isinga Cluster Bench. Bench, weil da einfach viel mehr Objekte drin stehen. Habe ich gemacht. Der Config-Parser ist sauschnell. Das heißt, auch wenn es richtig 10, 20, 30.000 Objekte sind, geht es eigentlich relativ flott. Jetzt gehe ich mal auf das CGI vom 1er. Jetzt sieht man, dass die neuen dazugekommen sind. 501 auf Pending. Auf dem Node 2 sind die jetzt sofort mit rüber repliziert worden. Die haben die Verbindung aufgebaut. Man kann das im Logfile dann auch sehen, wenn man sehen kann. Ich habe schon gemerkt, dass das etwas klein ist. Aber man sieht, dass er quasi die komplette Konfiguration drüber tut. Die alte Config schmeißt er weg. Auf der Seite, also auf Node 2, läuft bei mir auch die IDO. Und es ist alles an der Stelle drin. Wenn wir mal auf die IDO gehen, also ich gehe auf dem Node 2 mal in die Datenbank. Aber ich mache da mal ein Clear, damit es da oben ist. MySQL, use Isinga, Passwort gibt es auch. Select Stern from Isinga. Habe ich was falsch gemacht? Nee, doch. Dann ist der gerade noch am Aktualisieren vermutlich. 541 ist schon fertig. Das heißt, ich habe Node 1. Da läuft die komplette Konfiguration, die wird übertragen auf Node 2, da hängt die IDO und da schreibt er alles rein. Ich kann das auch beweisen, weil erzählen kann man viel. Es gibt ein Isinga-Modul für die IDO, das ist enabled und ich zeige euch, wie das ausschaut. Aber das ist bei Features enabled drin.
So. Da gibt es das Thema IDO MySQL. Und in dem Modul IDO MySQL stehen die Verbindungsdaten zur Datenbank drin. Die kann auch wiederum woanders sein. Wenn ich sage, ich will keine Datenbank mehr haben, dann sage ich Isinga 2 Disable Feature IDO MySQL. Dann starte ich den Core neu. Thank you. Und dann ist die IDO weg. Gibt es nicht mehr. Will ich das Modul wieder haben? Eine Frage? Ja, wir können jetzt auf Node 1 einfach sagen, wenn ich dort eine MySQL habe, habe ich nicht auch Enable IDO. Du könntest in einem 3-Node-Cluster an allen Stellen IDO schreiben. Oder du machst es klar natürlich auch mit MySQL Botmitteln und sagst, ich mache dahinter nochmal eine Replikation. Aber du könntest an jeder Stelle im Cluster eine MySQL, eine Postgres und drei Oracle schreiben, wenn wir das Oracle-Modul fertig haben. Das geht. Ja. Vom Prinzip ist es so, dass du einmal konfigurieren kannst, wo du Notifications machen kannst. Also grundsätzlich hast du natürlich in dem Setup, was ich jetzt mache, natürlich ein bisschen blöd, weil ich von jedem nur Localhost monitor, kannst du in dem Setup die ein und dieselbe Maschine von zwei Knoten alarmieren. Und der eine Knoten könnte sagen, für mich bist du okay und für mich bist du critical. Und was passiert, ist vermutlich ein Flapping irgendwann. Ich kriege eine Notification beim critical und dann kriegt er ein okay, passiert nicht. Das habe ich vergessen, genau. Sorry. Danke, Gunnar. Und zwar ist es so, wenn eine neue Cluster-Instanz joint, dann machen die Maschinen untereinander mit einem wilden Modulo-Hash-Verfahren aus. Das Problem ist, es stimmt wirklich, ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. Also es gibt, es ist kein Scheiß, jetzt, also zurück zur Ernsthaftigkeit. Es gibt die Knoten machen unter sich aus, wer welchen Host übernimmt. Und es funktioniert ähnlich wie in einem Cluster-FS, wo ich quasi durch einen Hash sage, wo welches File liegt, machen die Knoten unter sich aus, wo welcher Host gecheckt wird. Das heißt, Host A wird auch in einem Multinode-Cluster immer bei einem Node gecheckt, solange der da ist. Wenn der weggeht, werden die neu umverteilt und die anderen übernehmen die Checks. Das kann ich auch zeigen. Und zwar, geht's noch oder bin ich schon am Überziehungslimit? Geht schon noch. Also, wir haben Demo-Host 2 und ich bin jetzt ein bisschen, warum sehe ich diese Source nicht? Verdammt. Weiß das jemand von euch? Ja, hier, beim Service-Check. Weil es gibt ja keinen Host-Check. Beim Service-Check sehe ich Check-Source. Ich sehe, woher das Ergebnis kommt. Ich sehe bei jedem Service-Check, welcher Node ist für das Ergebnis verantwortlich. Jetzt ist es so, dass es bei dem Service-Check natürlich verschiedene gibt. Hier kommen die alle jetzt von Isinga Node 2, die Ergebnisse. Und man sieht es auch hier in dem Output, weil das der Damage-Check mitgibt, von welcher Node die kommen. Also ich sehe quasi aufgeteilt, welcher Node checkt welches System. Jetzt sage ich, ich möchte auf Node 1, ich bin total begeistert, Disable Feature Checker. Heißt, ich möchte zwar auf Node 1 möchte ich Config machen und ich möchte auch noch irgendwas anders machen, Path-Daten, aber checken möchte ich da nicht, weil das Ding hat keine CPU. Oder eine kleine, oder ist ein Raspberry Pi. Macht er die Checks lastverteilt oder macht er einfach die Hälfte der Hälfte? Er macht keinen Load Indicator, sondern er teilt quasi erstmal auf. Kann ich Affinitäten setzen, dass ich sage, dieser Check soll nach Möglichkeit bei dieser Node gecheckt werden, außer die Node ist nicht da? Über Domains. Ich kann bestimmte Checks über Domains auf bestimmte Nodes zuteilen. Das ist auch in der Doku drin, aber ich habe es in der Demo nicht, weil ich glaube einfach, dass es den Zeitrahmen sprengt. Aber es geht über Domains und eben dann auch über diese ACL, wo ich es berechtigen kann. Also die Frage ist quasi, die Frage, dass ich auf mehreren Knoten einen checken kann, um das schlechtere Ergebnis zu verarbeiten. Nein. Nee, glaube ich, geht nicht. Der Gunnar möchte was sagen.
Also du könntest mehrere Checks definieren und dann halt mit Business Processes auf die irgendwie rumhantieren, aber von sich aus nicht. Ja. Aber wenn du, kein Scheiß, wenn du eine Idee hast, wie sowas ein vernünftiges Feature sein kann, das wäre schon spannend, weil ich meine, das ist ja durchaus ein Request, den haben ja viele zu sagen, ich gucke auf die eine Maschine, aber aus bestimmten Destinations sieht es einfach anders aus. Und kann man mit Sicherheit reinbauen, irgendwie. Also was habe ich jetzt gemacht? Bin ich am Überziehen? Natürlich. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt, aber jetzt in jeder Service wird jetzt auf Node 2 gecheckt. Es gibt keinen Check, der auf Node 1 passiert, denn er hat sich neu umverteilt, er hat gesagt, okay, auf Node 1 gibt es keinen Checker mehr, also muss ich alles auf Node 2 checken. Gut, so viel dazu. Jetzt nehme ich mal wieder die kleine Config rein, ich lasse den Node 2 wieder sterben, weil den brauchen wir jetzt nicht für die Demo. Ist das Cluster soweit verstanden? Spiel damit, das ist richtig cool. Ich habe eine Woche gebraucht, um es zu verstehen, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich da echt nicht drin bin. In dem Isinga 1, das habe ich schon so oft erzählt, dass ich vom Erzählen gelernt habe. Und bei Isinga 2 war es so, dass ich einfach für mich das alles neu draufpacken musste. Aber es ist wirklich sau einfach. Also man kann jetzt mit der Doku, und die Cluster-Doku habe ich gemacht, yeah, mein einziger Commit, kann man wirklich mit den zwei, drei Skripts sich ein CA bauen, den Key für die verschiedenen Nodes, das Ding anfahren und es läuft einfach. Es ist wirklich idiot safe. Okay, ich schmeiße wieder die einzelne Config an, linke Isinga 2 Standalone auf Isinga 2 Config und habe quasi wieder mein kleines Beispiel. Ich beeile mich wirklich, dass ihr pünktlich zur Abendveranstaltung kommt. Also ich habe wieder meine kleine Config drin mit meinen paar Hosts und was ich machen möchte, und das ist was mir in den letzten Wochen, weil ich das auch für die Demo mit haben wollte, wir haben einen Graphite-Adapter reingebaut. Graphite genießt zugegeben stärker werdende Beliebtheit. Aber um was es mir eigentlich mehr geht in dem Graphite-Adapter, ist die Tatsache, dass wir schon an diesem Paradigma des aktiven Checks einfach hängen. Also wir glauben schon daran, dass es für viele Sachen Sinn macht, aktiv auf das System zu gehen und zu sagen, jetzt möchte ich das Ergebnis wissen und im Zweifel möchte ich es auch in einem Intervall haben von 10 Millisekunden. Und das möchte ich mit dem Graphite zeigen. Und zwar ist es so, ich enable das Feature, Isinga 2, enable Feature Graphite. Dann gibt es ein Modul, das ist dann jetzt unter Features Enabled, das nennt sich Graphite. Und der schreibt an den Standard Graphite Port die Performance Daten rein. Das ganze Ding hat 300 Zeilen C++ Code, dieser Graphite Adapter. Michi hat sich da noch mit dem Config Daten Parsen abgequält. Ich habe das enabled, starte das Ding durch. Auch dieser Graphite Adapter kann irgendwo in dem Cluster laufen. Also, gut, dann Graphite. Ich habe hier meine Isinga-Sachen drin und was blöd ist, ich habe jede Menge Demo-Hosts, die will ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen Load-Check. Und jetzt habe ich einen Load-Check, den möchte ich mir anschauen. Und zwar von dem System Localhost 2. Die Load jetzt, nicht irgendwie, nicht irgendwann im AD, sondern ich möchte jetzt wissen, was auf dem System los. Jetzt gehe ich in die Isinga 2, gehe auf Load 2, HTTP, Moment, da gibt es ja den geilen Suchfilter. Das ist sensationell. Load, zack. Und jetzt sage ich, Modify Check Intervall. Das heißt, ich kann den Check Intervall von dem Check modifizieren. Dreht immer ein bisschen hinter und macht den auf 0,01. Und jetzt hoffe ich, dass was passiert. Oder auch nicht. Bitte? Eigentlich Auto-Refresh habe ich eigentlich gemacht, aber... Das Gepatche habe ich noch gemacht. Aber danke, das ist ein guter Hinweis. Moment. Help. So, warum schreibt jetzt da nichts nein, der Hundling? Das ist jetzt die Riesenfrage. Sehr gute Frage, aber ich glaube eigentlich ja. Der Checker. Das ist Lernzielkontrolle. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Ja.
Klar, ich wusste natürlich, aber ich wollte einfach sehen, folgen mir die Leute noch. Vielen Dank, ein Bier heute Abend auf mich. Checker, macht total Sinn. Da kann ich dem natürlich intervallmäßig ganz schön ins Genick springen, wenn er nichts macht. Also, ich restarte. Er speichert sich das, wenn ich Glück habe, auch ab, dass ich den Intervall gepusht habe. Und bitte lass mich nicht im Stich. Also, ich muss jetzt nochmal Qualitätskontrolle machen. Localhost 2. Load Check. Ich habe das so oft probiert. Das hat nie funktioniert. Nein. Nein, 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 das hat wirklich funktioniert. Das ist aber eher ein Graphite-Problem, denn der Balken, also deine Grafik aktualisiert sich gar nicht leicht. Ja, das ist ein verfluchter Mist. Ja, das finde ich auch. Jetzt warte mal. Ich probiere nochmal einen anderen. Ich probiere nochmal den Localhost Load. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe irgendwie mal mit diesen Demo-Daten wieder ein bisschen was zerschossen. Wenn Abenteurer spielen, dann kommt nichts Scheiß bei rum. Also, ich bin jetzt auf Host, Localhost. Ich suche mir den nochmal raus. Bernd, du kannst jetzt was sehen. Oh ja, jetzt passiert was. Sehr gut. Bitte was? Ja. Oh Mann. Ich würde mal sagen, deine Sekundenaktualisierung klappt doch. Ja, meine nicht so Sekundenaktualisierung ist irgendwie hinüber. Aber man sieht es, wenn ich den Refresh drücke, da kommen permanent neue Werte rein. Also in einer wahnsinnig hohen Frequenz. Der speichert es auch beim Restart. Zugegeben ist die Load bei mir. Wie bringt der Star-Entwickler die Load hoch? Jetzt. Es sind nur Linien, aber das ist schon saugeil. Es ist halt wirklich sauschnell. Der feuert auf meiner kleinen Virtual Box, macht er den Mac zugrunde, aber es funktioniert. Ja, okay. Also, das soll es dazu gewesen sein. Spielt damit, das mit dem Graphite ist eigentlich so das, was wir mit zuletzt gemacht haben. Es funktioniert wirklich sehr gut. Und neben dem, dass es nicht den Anspruch hat zu sagen, es ist der weltbeste Graphite-Adapter, ist es mir auch ein Proof zu sehen, wie viel Power das Ding unter der Motorhaube hat. Jetzt muss ich meine Wild-To-Do ausmachen, sonst ist relativ schnell Schicht im Schacht. Und dann komme ich zurück zu den Slides. Also, Isinga 2, what's next? Wir wollen... Bernd, bevor ich gleich wieder aufstehe, sag mir doch einfach, wie lange du noch machen möchtest. Wie schaut es aus? Kann ich eine Viertelstunde? Kriege ich die? Gut, danke. Es ist auch echt keine Absicht eigentlich. Ich weiß, es ist immer vorauszusehen, aber es tut mir auch leid. Und ich habe auch ein schlechtes Gewissen dabei. Also, Business-Prozess haben wir nicht geschafft bis jetzt. Das wollen wir aber auf jeden Fall drin haben. Da ist noch so ein bisschen die Frage, was ihr da alles wollt. Es gibt in dem DevTracker ein Issue dazu, wo beschrieben ist, wie wir uns Business-Processes vorstellen in dem Config-Code. Da wäre es super, wenn ihr das dazu schreibt. Da ist nichts implementiert. Wir glauben, dass wir das über den Config-Parser relativ schnell reinkriegen, dass wir Business Process direkt in dem Core abbilden können. Aber wir wissen einfach nicht, was wollt ihr. Also da wäre es super, einfach in dem Dev-Tracker des Issues leicht zu finden, einfach einen Kommentar zu machen über Feedback auf die Mailings, sagen, wie muss Business Process Monitoring ausschauen? Auch so ein Thema, ein Host aus Multiple Destinations anzugucken. Das wollen wir machen. Es gibt, wie gesagt, eine User-Story dafür. Wir wollen das Ganze neften, wir wollen auch unterschiedliche Prioritäten reinbringen. Wir wollen keinen neuen Status einführen. Das gibt auch ein Feedback. Immer wieder dieses, wir haben ja Warning, Critical, Unknown, aber ich hätte auch noch einen mit Critical, aber wissen wir. Und den Status wollen wir nicht einführen. Also wir wollen keine Möglichkeit geben, zusätzliche Statis einzubauen. Puppet-Modul wollen wir uns dran machen. Bernd hat es vorhin angesprochen, weil wir wissen, dass viele das nutzen, wir auch viel Puppet machen. Und das muss unbedingt auch her, dass wir ein vernünftiges Puppet-Modul haben. Mehr Dokumentation unter docs.isinga.org gibt es das aus Markdown generierte Dokumentation, die ist da. Das sind jetzt schon um die 100 Seiten. Es ist schon sehr umfänglich, es ist auch beschrieben, was der Change ist von Isinga 1 zu Isinga 2. Kann man sich gut anschauen, kann man sich reinarbeiten und alles das, was da ist, läuft. Was wir nicht haben, wir haben keine 18-jährige Langzeiterfahrung. Der Vorteil, der durchaus in dem Nagios-Umfeld existiert, dass es halt einfach ein abgehangener Code ist. In dem Vorteil ist, da ist halt jeder Bug schon einmal gelaufen.
Wir glauben, das ist gut. Wir werden uns die nächsten Wochen intensiv dran machen, jeden Test, den wir machen können, zu machen. Bitte teste ihn auch, gibt uns auch Feedback. Wir werden versuchen, jeden Bug, der natürlich nicht entsteht, zu fixen. Aber wir werden jetzt die 003, die ist jetzt getaggt, die steht auf SourceForge bereit. Wir haben das Ziel, dass wir eine 004 machen bis Ende November. In der 004 sind Features, die jetzt auch in der Roadmap schon getaggt sind, für ihr Singer noch drin, wo wir wissen, sie fehlen. Es fehlen zum Beispiel in Live-Status noch 2, 3 historische Daten, die wir noch nicht mit anzeigen. Die müssen noch rein. Das ist so alles, was man für ein Interface braucht, wenn man dann Truck, weiß ich nicht, Sven, wie wird es gesprochen, ist er da? Nee, Truck. Wenn man das verwenden will, das geht alles, aber es sind noch ein paar Detailinformationen, die sind offen, die wissen wir und die wollen wir bis zur 004 erledigen und die 004 ist die Version, wo wir sagen, jawohl, da ist alles drin, was ihr braucht und wir wissen auch alles, was wir machen müssen, ist jetzt erledigt. Und dann geht es letztendlich ans Testen. In der Roadmap steht alles, ist alles public. What next? Ja. Ja. Geht nicht. Glaube ich nicht. Also jetzt grundsätzlich ist es, wäre es eine Kollektivmeinung, die man abfragen müsste. Also nochmal die Frage mit diesem dynamisch konfigurieren. Wir haben da ein bisschen mit gespielt im Development und die Frage war immer die, ich habe wie vorhin schon, ich habe 10 Hosts und jetzt sage ich add new host und ich will von einem Template ab. Dann ist das eine Geschichte, diesen Vorgang, der über REST, JSON, CLI passiert, einmal zu validieren. Ich muss ja gucken, das, was jemand jetzt hier hinzufügt, ich muss ja validieren, passt es in die Config rein. Also alles, was er an Regelwerk in Anspruch nimmt, ist das valide. Das muss ich machen und das würde ich jetzt mal sagen, das geht noch, läuft. Aber das Problem ist, ich muss es dann irgendwohin persistieren. Und unser Problem war immer dann, wie geht man mit dem Teil um, den man in Config-Files hat und im Core quasi vor die Füße schmeißt, plus einem Teil, den man dann mit CLIs hinterher edit, wo legt man denn hin? Generieren wir den dann irgendwie als Pseudo-JSON irgendwohin? Generieren wir ein Config-File uns daraus, wie wir denken, dass es ausschauen soll, damit es beim nächsten Restart da ist? Und auf der anderen Seite war das Problem für uns bei dem Restart ja eigentlich nie, dass der Restart so schlimm ist, sondern dass er halt so sacklang dauert. Also wir kennen durchaus so Infrastrukturen, wo die dann 150.000 Service Dependencies haben, wo die dann halt über Minuten den Core reloaden. Und das ist natürlich kacke, weil du halt dann blind bist in der Zeit. Aber da hoffen wir einfach, dass der Config-Parser so schnell ist, dass du das Problem nicht hast. Und wenn du 30.000 Service-Checks da reinschmeißt, machst einen Restart, dann dauert es 5 Sekunden. Dann ist das Ding wieder da. Stand heute, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das, aber dieses Problem mit dynamischer Konfiguration, die dann auch über den nächsten Restart hinwegzutragen, und wie macht man das, ist einfach saukompliziert und wir wissen es einfach nicht so genau, was wollen die Leute. Vielleicht fällt uns aber auch was ein. Also wenn jemand eine tolle Idee hat, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, sind wir auch offen. Was noch? Das ist das, was wir haben und das ist uns auch total wichtig. Wir haben Singer Classic, wir haben Web und wir haben ein vernachlässigtes Mobile. Das haben wir irgendwann vor 3 Jahren hier mal vorgestellt und da haben wir schon einige Zeit nichts mehr gemacht. Und das ist uns auch mega wichtig, wir haben einen Sack voll Interfaces, die es da draußen sonst noch gibt. Und die wollen wir unbedingt haben. Wir wollen ein Open-Source-Projekt sein und wir wollen natürlich so gutes Zeug machen, dass ihr alle sagt, ich will nur das. Aber wir wollen einfach schon auch einen fairen Wettbewerb. Und ich glaube, diese ganze Forkerei und Zeug, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, hat einfach einen Riesenschwung da reingebracht. Ich glaube, der Wettbewerb ist unwahrscheinlich gut. Und wir wollen den. Wir wollen unbedingt, wenn jemand Druck verwendet, Multisite oder was es sonst alles so gibt, dann kann er das einfach machen. Ihr verwendet das Live-Status von Isinga, wenn er es nehmen will, macht's, well done, ist okay. Aber wir wollen natürlich auch selber eine gute Alternative bieten. Und wir haben, wie gesagt, mit Classic, was wir bauen, Isinga Web, wo wir viel machen. Man hat es jetzt auch in den Demos gesehen, aber auch nach wie vor so ein bisschen das Problem, dass wir diese Schnittmenge haben zwischen dem Isinga Web und dem Isinga Mobile an der Stelle. Und da wollen wir was Neues machen. Das nennt sich, und da muss man mit den Versionen jetzt ein bisschen aufpassen, Isinga Web 2. Und das heißt deswegen, wichtig, Achtung, das heißt deswegen Isinga Web 2, weil es nichts heißt, dass es nur noch mit Isinga 2 geht. Also wir wollen nicht das Interface an den Isinga 2 Core binden, sondern wir wollen sagen, wir wollen uns da weiterentwickeln und wir haben Stand heute nichts, was wir releasefertig haben, aber wir haben was, was wir euch zeigen wollen. Und ich bin starke Hoffnung, dass ich es nicht verkacke, weil es ist richtig gut, wo wir hinwollen. Weil wir einfach viel gelernt haben, weil wir viel dazugelernt haben und weil wir auf der anderen Seite auch nicht das x-te Mal wieder irgendein Interface kopieren wollten, sondern wir wollten schon was Neues machen, wir hatten auch Bock drauf und darum sind wir jetzt da. Und was ist das? Was heißt das? Wir wollten einmal was überall läuft. Wir wollten was haben, was auf dem Tablet geht, was auf dem Desktop geht, was auf dem Bildschirm geht, also was
Neudeutsch, die Hippies, Responsive Design, was überall funktioniert. Was einfach ist, was leicht ist, was schnell ist. Und wir haben so ein bisschen genau diesen Gap. Wir haben Isinger Classic, was super cool ist, aber in vielen immer dann, wenn es größer wird, immer nicht reicht, was das Thema User angeht, was das Thema Benutzergruppen angeht. Immer dann, wenn es komplex wird, reicht Isinger Classic nicht. Ich kann ein bisschen Berechtigungsmodell machen mit Kontaktgruppen und dann geht mir irgendwie, sehe nichts, sehe alles, darf nichts, darf alles, irgendwie sowas in der Richtung geht, aber es reicht halt nicht. Isinger Web, da kann man das alles machen, aber es ist durchaus auch schwer zu erweitern. Der Agavi-Stack, der da drunter steht, ist schon kompliziert, kann man das sagen, fortgeschritten. Was es einfach ein bisschen kompliziert macht, das zu erweitern. Also da haben wir viel Arbeit eingesteckt. Und wir wollten was, dass wir an diese ganzen Daten, die wir haben mit dem Interface, in irgendeiner Form mit dem CLI rankommen. Und was wir auch wollten, wir wollten eine Schnittstelle, wo wir alle Backends unterstützen. Wir wollten was haben, ein Interface, wo wir sagen, wir haben ein Interface und wir können Status-Stat, old-fashioned, aber rock-solid, wir wollen Live-Status, wir wollen Datenbank, wir wollen das, was du hast, wollen wir auch. Und wenn du Datenbank willst und die verreckt dir, dann wollen wir dir trotzdem noch die Statusdaten anzeigen. Und was wir auch machen, wir kündigen nichts ab. Also wir werden alles weiterentwickeln. Alles, was wir haben, werden wir weiterentwickeln. A, weil wir bei dem neuen kein Release haben. Und B, weil wir einfach nur uns die Zeit nehmen wollen, alles das, was uns noch einfällt, da uns reinzubringen. Und weil es da auch eine riesen Community gibt, die da sitzt. Und wir können auch nicht sagen, Edge-Page machen wir nicht mehr. Wir werden das die nächsten Jahre genauso wie den 1er-Core maintainen, weil wir es wollen und weil wir auch Leute haben, die einfach auch Bock drauf haben. Was ist Isinger 2? Es ist sehr leichtgewichtig, würde ich mal sagen. Es ist einfach leichter zu installieren, es ist schneller, es hat nicht so eine hohe Framework-Last. Es kann die ganzen Backends, alle Backends ist übertrieben, aber die, die wir kennen, Status-Stat, Datenbank, Live-Status, das sind für uns die Interfaces, die kann es bedienen. Es kann die auch, wie gesagt, gleichzeitig bedienen und kann automatisch einen Failover machen, wenn es nicht funktioniert. Geht für Isinger 1 und 2, da die Ergebnisse sowohl Status-Stat als Live-Status als auch Datenbank vom Datenmodell nach wie vor die gleichen sind, Isinger 2 und 1, und wahrscheinlich wird es auch auf dem Nagios gehen, oder? Nagios mit einem Live-Status obendrauf? Läuft. Geht. Und wir wollten auch die Aktionen, die mit Statis verbunden sind, etwas schlauer machen. Und es ist sauschnell. Und jetzt zeige ich es euch. Ich bin aufgeregt. Bernd, nochmal 10 Minuten drauf, ne? Ach so. Ja, ja. Ich beeil mich wirklich. Ich weiß, ihr müsst euch ja frisch machen, aber ich... Okay, also, wie sieht das aus? Das ist der Login-Screen. It's all about the Login-Screen. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend. Ich melde mich an mit einem falschen User. Wie war es nochmal da? Ah, es ist doch die Hölle. Normal haben die immer so andere Kennwörter, die sind absolut krank. So, also, wie sieht's aus? Das ist die Einstiegsseite, das ist das Dashboard. Wir haben da oben, wir waren eigentlich immer der Meinung, das ist schon mal das Erste, oder viele sind der Meinung, wir brauchen das nicht, weil eigentlich ist das Config-Porno, dass man da oben immer 800.000 Zahlen sieht. Aber es gibt halt Leute, die wollen das, weil die arbeiten genau mit diesen Bars. Also gibt es da oben diese Bars. Es gibt hier die Primärnavigation, die auf der linken Seite stattfindet, die erweiterbar ist von Modulen, die auch ein zweites Sublevel kennt, wo sich jedes Modul, was zu Isinger dazukommt, auch reinhängen kann und ist entsprechend da drin. Wir haben jetzt so diese statische Dashboard, was wir schon vorgegeben haben, wo wir hier so ein bisschen Übersicht haben, Hosts up, down, wo wir verschiedene Service-Status haben. Das ist im Moment so die Einstiegsseite, die man auch erweitern kann, mit eigenen Dashboards oben drauf setzen kann, aber das ist das, was wir haben. Wir haben die Grids abgebildet, auch da. Wir zeigen bei einem Up kein Grün mehr an. Zumindest ist es im Moment so. Ich weiß nicht, wie groß der Widerspruch ist, aber eigentlich ist Grün sinnlos, weil das braucht man nicht. Außer wir machen irgendwie so einen Teamleiter-Modus noch mit rein, wo man sich aktivieren kann. Aber eigentlich ist es ist sinnlos. Ja? Also das heißt, wir versuchen uns zu beschränken auf das Wesentliche. Also wir wollen immer gucken und sagen, wo ist was, was uns wirklich interessiert. Hier zum Beispiel auch auf dem Host anhändelt, hier in so einem Badge angezeigt. Also wenn es was zu zeigen gibt, dann zeigen wir es an, ansonsten vergessen wir es. Alle Detail-Informationen gibt es immer rechts. Das heißt, immer wenn ich was habe zum Host, ich möchte Details sehen, dann klicke ich auf den Host, dann kommen zum entsprechenden Host rechts die Details reingerauscht. Das geht auch richtig schnell. Also wenn ich durch dieses Host-Grid mal durchfahre,
Gut, da sind wenige drin. Wenn ich es auf dem Service Grid mache, ist es vermutlich ein bisschen besser. Es geht richtig flott. Und es geht auch, wenn richtig viel Holz in der Datenbank ist. Also ich meine, hier sind es jetzt 769 Service-Checks, aber es geht richtig, richtig schnell. Was? Aber da steht doch 768. Es sind ca. 4.500 Service-Checks. Also wichtig, ich habe einmal diesen Detail-View. Das heißt, und was ein bisschen schwierig ist, durchaus auf dem Beamer, der Kontrast kommt nicht 100% rüber. Immer der Detail zu dem Master, den wir haben, geht immer rechts auf. Das heißt, wenn ich in mein Monitoring-System durchgehe, haben wir uns gedacht, dann klicke ich eigentlich so ein bisschen die Status durch. Ich möchte immer sofort sehen rechts, was liegt an. Ich will wissen, gibt es ein Command, was ist passiert. Und ich sehe zum Beispiel auch eine Last Notification, nur wenn es auch ein Critical gibt. Dann habe ich das Element entsprechend hier, ansonsten nicht. Ich sehe die Comments hier, ich sehe Downtimes hier, Check-Statistics, ich sehe passive Checks, ich sehe alles zu dem Service, ohne dass ich ein zweites Fenster verlassen muss. Ich kann jedes Fenster mit einer richtigen URL ansprechen. Das heißt, ich kann im Browser vor- und zurück machen, das kann ich auch beweisen, und dann geht es wieder zu. Dann laufe ich durch die einzelnen Detail-Fenster wieder durch. Ich kann an jedem Host mir sofort die Service dazu anzeigen, in einem zweiten Tab. Das heißt, ich zeige mir die Host, den Host entsprechend an, ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, da habe ich ihn doch. Da habe ich einen Host, sehe den Host hier, ich kann ihn sofort rechecken, ohne dass ich was drücken muss, da kommt auch ein zweiter Dialog, wenn ich nur sage Service Recheck, drücke ich einfach drauf, fertig, das war's. Mehr gibt es nicht zu tun, weil ich will rechecken und nichts anderes will ich machen. Ich kann mir die Services dazu angucken, ohne das Grid zu verlassen, und ich kann mir auch die Historie angucken. Da fehlen noch ein paar Icons, aber alles das, was zu dem Service passiert ist, sehe ich in einem Grid. Ich kann Multi-Selection machen. Das heißt, A, ich sehe nur Kommandos, die relevant sind. Wenn ich ein Critical habe, dann sehe ich rechts ein Acknowledgement. Wenn ich keinen Critical habe, sehe ich keine Acknowledgement, weil es gibt nichts zu acknowledgen, wenn ich kein Critical habe. Das, was wir als sonst immer als Command-Schleife mitziehen, das gibt es nicht mehr. Wir wollen immer versuchen, auf den Status zu reagieren und sagen, das wollen wir abbilden. Ich kann mehrere Zeilen selektieren. Ich mache das auf dem Host, weil da sieht es besser aus. Ich habe jetzt hier Host mit Unhandled Problems. Ich wähle diesen Host für ein Kommando und wähle einen zweiten dazu. Dann sehe ich hier die Unhandled Problems, die mit included sind. Das heißt, ich habe über diese Apfeltaste hier oder Alt oder wie auch immer mehrere Zeilen und sofort, wenn die Kommandos, die springen dann für alle ausgewählten Elemente weiter. Bei Service Check, ich habe eine neue Filterbox, ich kann sagen, ist unhandled. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Genau. Habe ich nicht richtig gemacht. Ach so, ja, das. Host is down. Dann wandert mir so ein Filter rein. Dann sage ich Name contains 39. Dann habe ich den. Das heißt, ich kann mir die Filter oben zusammenbauen. Ich kriege immer vorgeschlagen, welcher Filter sinnvoll ist. Und der wird dann in die Filterbox mit übernommen. Ich kann den Filter hier wieder wegschmeißen, dann ist er wieder weg. Aber down ist nur noch der eine. Mit dem Grid komme ich wieder zurück. Ich kann über den Critical Service zum Beispiel da reingehen. Ich habe hier einen Service, habe eine Last Notification zu dem Service. Also das heißt, ich gucke mir einen Service an, der ist Critical. Ich sehe und ich sehe nur da, weil da gibt es nichts, der ist okay. Bei dem Critical sehe ich eine Last Notification. Dann kann ich über die Last Notification ins Notification Log springen und filter genau die Notification aus, die auf das Element zutrifft. Das spiegelt sich auch wieder in der Historie. Wir haben eine Mixed-Historie, wo wir alle Events, ob Notification, State Changes, Downtimes, alles, was es an Events gibt, in einem Grid zusammenfassen. Das heißt, bei State Changes sieht man rechts, haben die so einen Farbbalken. Ich muss da mal ein bisschen fahren. Hier gibt es zum Beispiel eine Notification, die hat keinen. Das heißt, ich wühle mich da durch die Logs durch, kann alles anschauen, kann es dann später auch filtern. Da gibt es noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen was besser zu machen. Aber ich kann mir alle Sachen sofort ansehen, die ich brauche. Ich habe die ganzen Performance-Parameter drin, die wichtig sind, damit ich das Teil steuern kann. Aber eigentlich ist alles dabei. Was ist wichtig?
Ich kann jedes Element zum Dashboard hinzufügen. Das heißt, ich kann aus jedem Grid, das ich habe, zum Beispiel hier aus Notifications, sage ich Add to Dashboard. Notifications. Dann ist es in meinem Dashboard irgendwie unten rechts mit angedockelt. Ich glaube, da werden wir uns noch das ein oder andere überlegen mit den Dashboards, wie wir das genau machen können. Aber jetzt ist das der Stand, der so auch funktioniert und der so im Git eben auch da ist. Ich kann auch in dem Dashboard bereits in den Detail-Bereich springen. Allerdings ist das Zooming auf der Auflösung im Moment nicht so elegant. Ich zeige es jetzt trotzdem mal, damit man es sich vorstellen kann. Der Sinn ist, dass man auch im Dashboard bereits auf den Detail-Bereich gehen kann. Wenn man alle Services sieht und sagt, genau zu dem zeige ich mir den Detail, dann fährt auch da das Panel rein. Ich kann hier meine Actions machen, acknowledgen und muss nie aus dieser Main-Sicht mehr raus. Okay. Ich glaube, ich habe das Wichtigste dazu. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste dazu rübergebracht. Alle Konfigurationen, die wir früher in den XML-Dateien vergraben haben, die sind jetzt in INI-Daten, damit es einfacher wird. Und all diese kann ich hier auch bearbeiten. Das heißt, Authentication, Backup-Module, LDAP, Logging, alles, was es so gibt. Module, im Moment gibt es nur das eine Modul Monitoring, aber da zeige ich euch danach noch kurz was dazu vielleicht. Aber aufgrund von Problemen im Betriebsablauf verschiebt sich unsere Ankunft am Nürnberger Hauptbahnhof heute um 15 Minuten. Ich bin nicht sofort fertig. Also das ist wirklich arschgeil, ohne Scheiß. Okay, so viel zu dem Webinterface. What else? Da freut sich jetzt einer ganz besonders. Es gibt noch was dazu. Und zwar, all diese Backends, die wir haben, also sprich Status.Dat, Live-Status und so weiter, kann man auch über ein CLI zugänglich machen. Da gibt es ein Kommando dafür, das nennt sich AsyncAWeb. Und mit AsyncAWeb kann ich einmal auf das Monitoring zugreifen, ich kann aber auch mit der GUI interagieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, AsyncAWeb Module. Und dann kann ich sagen, AsyncAWeb Module List. Dann sagt er Monitoring Enabled, weil das ist mein Modul, das ich habe. Und uns schwebt da einiges vor, was da noch rein soll. Logstash, Puppet, Amazon. Und was ich machen kann, ich kann eben über AsyncAWeb Modules damit interagieren. Das heißt, ich kann sagen, AsyncAWeb Module Disable Monitoring. Und dann ist Monitoring draußen. Jetzt bin ich da noch in einer alten View, weil da gibt es nichts mehr, aber es gibt nichts mehr. Ich habe Monitoring aus der GUI quasi entfernt. Genauso kann ich es natürlich wieder enablen. Und da hoffe ich, dass es geht, aber ich bin überzeugt. Dann ist es wieder da. Was? Okay. Ich kann auf die ganzen Services, die da drin sind, zugreifen. Ein ganz wichtiges Modul ist Monitoring Conference. Watch 1. Habe ich was verpennt? Ja. Sechste Mal. Was vergessen? Der aktualisiert es ständig. Also man sieht hier, dass durch wahnsinnige Animationen er das nicht macht. Habe ich was vergessen? Ich habe zweites Ding vergessen. Ne? Ja. Braucht ihr natürlich, aber darum geht es ja nicht. Das Geile ist, dass das 30, 40 Zeilen Code sind, das zu erweitern. Was spannend ist, AsyncAWeb Monitoring List. Ich sehe alle Services, die ich da drin habe. Und ich kann sagen, AsyncAWeb Monitoring unhandled. List, scheiße. Monitoring List. Dann sehe ich nur Unhandled Problems. Ich kann es. Was? So? Dann sehe ich nur noch die. Ich kann sagen, verbose. Dann habe ich noch mehr Auskunft in dem CLI, was ich alles sehe. Jetzt sage ich, ich möchte filtern auf den Host 98. Dann kann ich sagen, Hostname, Host, Klammer 98. Dann sehe ich nur noch den Host 98. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte das noch immer haben. Dann sage ich Watch 1. Und dann aktualisiert ihr mir ständig auf dem Ding immer diesen Host mit diesem Status. Alles in der CLI. Die CLI ist natürlich auch, weil wir Hipster sind, responsive. Zieht sich dann irgendwie so zusammen.
ich kann damit einiges machen. Jetzt kann der eine sagen, brauche ich nicht, das ist total cool, weil ich, was ich noch machen kann. Ich kann's, Bernd, nochmal 10 Minuten. Ja, nee, ich bin sofort fertig, wirklich. Ich kann das Ganze auch damit exportieren. In CSV, in JSON, direkt aus dem CLI kann es weiterverarbeiten, auf alle Daten, die da drin sind. Also es ist nicht nur in Anführungszeichen die Oberfläche, sondern wir haben auch das komplette Framework nach außen über die APIs und über den CLI exportiert. Das heißt, man kann auf all die Daten zugreifen. Und der Marktschreier in Berlin würde sagen, jetzt müsst ihr kaufen. In der nächsten Version gibt es noch Performance-Daten in der CLI. Der Screenshot funktioniert schon, aber der ist nicht im Git. Da kann man sich dann noch die Kuchen anschauen. Ich meine, da geht es jetzt dann langsam schon in Heavy Flavor rein. Also gut. Ich komme zum Ende. Wir erinnern uns nochmal an die Plattform heute. So sieht es quasi in Zukunft aus. Wir haben Isinga Core, wir haben Isinga 2 mit den Komponenten, die da drin stecken. Wir haben Isinga Web und wir haben, da ist die 2 noch an falscher Stelle, Isinga Web 2. Das wir dahinter stecken und wir haben alle anderen Tools, die es in dem Ökosystem gibt, die wollen wir weiter dran behalten. Was kommt noch? Nein, nichts, kein iPad und so. Es gibt eine Roadmap für all das, schaut es euch an. Für Isinga 2, für Isinga 2 Web. Das Git ist dann offen, da kann man sich's anschauen. Wir werden die nächsten Monate noch viel Zeit investieren müssen, aber Ziel ist schon, dass wir Ende Q1 in irgendeiner Form einen guten Stand damit haben. Gebt uns Feedback. Roadmap bestimmt ihr, was ihr wollt, das werden wir machen, mehr oder weniger. Aber es ist total wichtig, dass wir den Input haben, weil unter Business Process Monitoring versteht jeder was anderes. Wir haben noch ein paar Releases, die wir geplant haben. Die 1.11 und wir haben Isinga 2, jetzt steht der Lennart schon auf, wir haben Events. Ich reiß dir gleich das Kabel raus. DevOps Days London sind wir da. Und ich bin am Ende. Und ich will nur sagen, die Jungs haben die letzten Wochen wirklich geknüppelt ohne Ende, um das hinzukriegen. Und ich bin froh, dass ich keine Exception produziert habe. Ich hoffe, dass es rübergekommen ist. Wir haben da sau viel Zeit und Herzblut investiert. Und wir sind vielleicht noch nicht an jeder Stellschraube so, wo wir hinwollen. Aber wir wollen wirklich all das, was wir bisher gelernt haben, da drin verbauen. Ich glaube, das ist uns eigentlich auch bisher gut gelungen. Schaut es euch auf jeden Fall an, gebt uns Feedback. Vielen Dank fürs lange Durchhalten. Vielen Dank, dass ich das hier erzählen darf, obwohl ich nichts kaputt mache. Die haben das toll gemacht. Das finde ich auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich meine, 35 Minuten, welcher Mann wird da nicht fertig? Vielen Dank.